Konferenz im Anschluss an die Sondersitzung des Landeskabinetts. Es geht heute einmal mehr um die Hochwassersoforthilfen und jetzt um die Umsetzung in Nordrhein-Westfalen. Heute zugegen sind der Ministerpräsident Armin Laschet und die Bau- und Kommunalministerin Ina Scharrenbach. Wir beginnen wie gewohnt mit Statements. Danach gibt es die Möglichkeit für wenige Nachfragen. Herr Ministerpräsident. Es ist jetzt eine Woche her, dass ein Jahrhunderthochwasser unser Land getroffen hat. Binnen 2 Tage sind Wassermengen niedergegangen, wie sonst nur in 2 Monaten. In Altena, in Hagen, in Stolberg, in Erftstadt-Blessem, an der Steinbachtalsperre habe ich mir ein Bild gemacht und viele Eindrücke mitgenommen, ganz unterschiedliche Wünsche der Menschen vor Ort, und habe am Dienstag gemeinsam mit der Bundeskanzlerin die schwer zerstörte Stadt Bad Münstereifel besucht. Die Verwüstungen, die man da erlebt, kann sich niemand von uns vorstellen. Wir waren ja in Bad Münstereifel auch in einem Ortsteil ohne mediale Begleitung, weil es auch für die Menschen hilfreich ist, dass sie selbst ihre Schicksale erzählen können, dass man sich Zeit nimmt, dass man ihnen zuhört, dass man weiß, welche Vorbereitungen waren denn möglich und was ist jetzt die Erwartung an das, was Landespolitik macht. Und viele Menschen stehen vor dem Nichts. Und deshalb war es sehr, sehr wichtig, dass wir sehr schnell jetzt finanzielle Hilfe bereitstellen. Über die Hälfte unserer 53 Kreise und kreisfreien Städte in Nordrhein-Westfalen sind in unterschiedlichem Ausmaß von den Folgen der Unwetterkatastrophe betroffen. Und deshalb müssen wir ein Programm auflegen, das genau dieser Unterschiedlichkeit Rechnung trägt. Dieses Unwetter hat unserer Heimat tiefe Wunden zugefügt, und zugleich erlebt man eine unglaubliche Hilfsbereitschaft. Überall in den Orten, wo wir waren, sind Menschen gewesen, die teilweise 250, 300 Kilometer weit gefahren sind. Überall aus dem Land, die mit Geräten gekommen sind, geholfen haben. Und ohne dieses große Engagement wäre das in den ersten Tagen auch gar nicht bewältigbar gewesen. Es haben sich Facebook-Gruppen gebildet, wo man genau sagen kann, bei dieser Kita muss jetzt leergeräumt werden, und dann finden sich junge Leute aus dem ganzen Land, die genau in diese eine Kita fahren und da mithelfen. Und insofern ist das eine ermutigende Botschaft, dass so viele Menschen in unserem Land bereit sind zu helfen. Die Lager für Sachspenden waren binnen weniger Tage voll. In Bad Münstereifel gab es eine große Initiative, die alle diese Sachspenden, die ankommen, erst einmal sortiert haben, für jeden Haushalt vorbereitet haben. Es ist eine große logistische Anstrengung, die aus der Eigeninitiative der Menschen entstanden ist. Und deshalb danke ich alle denen, die da mitgeholfen haben. Ich danke den Hilfsorganisationen, die überall im Lande vor Ort sind. Und ich habe deshalb in dieser Woche alle Hilfsorganisationen zusammengerufen, sowohl die, die in der Katastrophenhilfe geholfen haben, als auch die, die jetzt sich um die Menschen kümmern. Es sind zum Teil andere Organisationen, die einen, die schwerpunktmäßig bei der Katastrophe geholfen haben, die anderen, die jetzt beim Wiederaufbau helfen. Und die haben sich zusammengetan in der Aktion NRW hilft. Und auch da erleben wir bundesweit große Solidarität, täglich Angebote, Nordrhein-Westfalen Hilfe zu leisten. Und das ist wirklich sehr bewegend. Gemeinsam bin ich mit weiteren Kabinettsmitgliedern zusammengekommen mit unseren Städten und Kreisen. Mir war wichtig, unmittelbar zu hören, welche Erwartung besteht jetzt an die Landesregierung. Welches Problem muss kurzfristig gelöst werden und welchen Mechanismus brauchen wir, um den Wiederaufbau voranzubringen. Ich nenne Ihnen mal ein paar aktuelle Beispiele, was erforderlich ist. Die Abfallbeseitigung vor Ort ist an ihre Grenzen gekommen. Es braucht hier überregionale Hilfe. Es gibt immer noch akute Probleme bei der Stromversorgung, der Mobilfunkversorgung, die noch nicht gelöst sind. Und es gibt darüber hinaus einen großen Bedarf an Fachpersonal. Geologen, Statiker,
Handwerker, Material wird dringend benötigt und die Ministerien arbeiten unter Hochdruck an Lösungen, um das Beispiel Abfallbeseitigung nochmal aufzugreifen. Es ist nach vielen Klärungen, wie man denn so etwas löst, was nach den bürokratischen Verfahren nicht immer ganz so einfach ist. Die Umweltministerin hat jetzt einen Weg gefunden und hat einen Erlass heute an die betroffenen Kommunen gegeben, die Abfallversorgung rechtlich zu erleichtern. Das heißt, es können Zwischenlager eingerichtet werden, es können Anlagen zur Entsorgung von Abfällen sowie die Befreiung von Nachweis- und Registerpflichten erfolgen. Und wir haben über eine Koordinierungsstelle im Umweltministerium sichergestellt, dass mit dem Bundesverband der Entsorgungswirtschaft und dem Verband kommunaler Unternehmen überregional die Entsorgung gesichert wird. Das heißt, auch in anderen deutschen Bundesländern werden dann Abfälle aus Nordrhein-Westfalen entsorgt und alle haben unbürokratische und schnelle Hilfe hier zugesagt. Das ist ein konkretes Problem, vor 3 Tagen konkret vorgetragen, am heutigen Tag gelöst, jenseits aller Verfahren, die wir ansonsten kennen. Und das gilt für viele andere Fälle auch. Und wir haben auch den Oberbürgermeistern, den Landräten, auch den Bürgermeistern vor Ort angeboten, wenn bei Ihnen ein Problem auftaucht, das den Behördenweg vielleicht zu lange braucht, Sie sollen unmittelbar beim Innenminister im Innenministerium anrufen und wir tun alles, dass diese Probleme dann gelöst werden. Denn viele Probleme kann man sich theoretisch gar nicht erdenken. Die entstehen aus der praktischen Not und die aufzugreifen, ist eine wichtige Aufgabe einer Regierung in diesen Tagen. Bei der Sondersitzung des Landeskabinetts am vergangenen Freitag stand im Mittelpunkt die Katastrophenhilfe und die Unterstützung der Helferinnen und Helfer vor Ort. Ich habe am Freitag gesagt, schnelle Hilfe für all diese Menschen ist nun die wichtigste Aufgabe. Wir dürfen sie nicht alleine lassen. Und deshalb sind wir heute erneut zu einer Sondersitzung des Kabinetts zusammengekommen und haben das Soforthilfepaket Nordrhein-Westfalen beschlossen. Schnell, unbürokratisch. Die Anträge können jetzt gestellt werden. Ich habe mir ganz bewusst auch das Antragsformular einmal geben lassen, um zu sehen, ist es wirklich unbürokratisch. Es sieht wie folgt aus. Es hat 2 Seiten. Wichtig ist, dass jeder persönlich sein Schadensereignis schildert, dass er versichert, dass ihm die Leistung zusteht und dass er keine anderen Leistungen bekommen hat. Aber wir machen keine Bedürftigkeitsprüfung, keine Vermögensprüfung, keine Detailprüfung, sondern jeder, der unmittelbar betroffen ist, kann das Geld sehr, sehr schnell erhalten. Er versichert die Richtigkeit seiner Angaben. Wir vertrauen hier den Bürgern, dass es keinen Missbrauch gibt. Sollte es den geben, wird man am Ende den, der missbräuchlich die Mittel nutzt, zur Rechenschaft ziehen können. Aber entscheidend ist, dass das Geld jetzt schnell bei den Menschen ankommt. Die Summe, die wir bereitstellen, ist eine Summe, die sich errechnet aus den Erforderlichkeiten, die wir in den letzten Tagen festgestellt haben. Das Land Nordrhein-Westfalen wird 200 Millionen Euro bereitstellen. Die Bundesregierung hat gestern zunächst ebenfalls 200 Millionen Euro bereitgestellt. Aber sowohl der Bundesfinanzminister als auch die Bundeskanzlerin haben zugesagt, dass das Geld, was vom Land bereitgestellt wird, vom Bund noch einmal verdoppelt wird. Und sollten die Gelder nicht reichen, werden weitere Gelder bereitgestellt. Ich sage für Nordrhein-Westfalen, wir werden so viel Geld aufbringen, wie erforderlich ist. Wenn es mehr Anträge gibt, wird es auch mehr Geld geben. Denn die Hilfe für die, die vor dem Nichts stehen, ist eine Solidaraufgabe. Das sind alles Menschen, die sich in den letzten Jahren für dieses Land engagiert haben, die übrigens auch alle ihre Steuern bezahlt haben. Und wenn dann eine Notsituation da ist, darf man die das alles ertragen, nicht alleine lassen, sondern da muss das ganze Land am Ende beim Wiederaufbau, auch die gesamte Bundesrepublik Deutschland, denen helfen, die in Not geraten sind. Was bedeutet das konkret? Wir haben 4 Zielgruppen. Erstens
Besonders getroffene Bürgerinnen und Bürger, die erhalten einen Sockelbetrag in Höhe von 1.500 Euro und dann für jede weitere Person, die in einem Haushalt lebt, noch einmal weitere Beträge bis zu 3.500 Euro. Jetzt unmittelbar, um das, was direkt zu bezahlen ist, an Nahrungsmittel, an Kleidung, an vielem, was man für den täglichen Bedarf braucht, um dieses decken zu können. Das ist eine Starthilfe, die aktuelle Notlagen bekämpfen soll. Sie dient der ersten Milderung von finanziellen Belastungen durch den Ausgleich von Schäden an Eigentum, Hausrat und weiteren Dingen. Das zweite ist die gewerbliche Wirtschaft, die ebenfalls Schäden erlitten hat. Das dritte ist Hilfe für Landwirte und land- und forstwirtschaftliche Betriebe. Hier gilt grundsätzlich ein Soforthilfebetrag von 5.000 Euro für den gesamten Betrieb. Und viertens, zur nötigsten Herrichtung der kommunalen Infrastruktur werden wir den Kreisen und kreisfreien Städten abhängig von dem Ausmaß der Betroffenheit einen Pauschalbetrag zuweisen. Die Kreise verteilen die Mittel dann in eigener Zuständigkeit im Wissen um die Betroffenheit vor Ort auf die Städte und Gemeinden. Und diese dezentrale Lösung ist das Entscheidende. Wir haben, wenn Sie den Kreis Euskirchen beispielsweise einmal nehmen, einzelne Städte und einzelne Teile von Städten, die völlig zerstört sind und wenige Kilometer entfernt, ist gar nichts, ist überhaupt kein Schaden da. Und dies genau zu ermitteln, kann man am besten vor Ort in der Kenntnis der örtlichen Lagen. Und deshalb haben wir so dezentral wie möglich und so schnell wie möglich dieses Geld bereitgestellt. Und wir haben uns bei der Erarbeitung der Soforthilfen eng mit Rheinland-Pfalz abgestimmt. Unsere beiden Finanzministerien und Innenministerien haben diese Summen ermittelt, sodass auch hier für die Menschen diesseits und jenseits der Landesgrenze die gleichen Leistungen bereitstellen. Wir sind bei Landwirtschaft und Kommunen schon einen Schritt weiter, aber auch da weiß ich, dass Rheinland-Pfalz das Gleiche unternehmen wird. Dann sagen viele, wo kriegen wir denn Informationen? Was können wir denn tun? Wer gibt uns denn Auskunft, wenn wir nicht weiterkommen? Und deshalb haben wir ein Bürgertelefon Fluthilfe errichtet. Hier können Bürgerinnen und Bürger, aber auch betroffene Unternehmen und Landwirte grundsätzliche Fragen zum Verfahren stellen. Sie werden dort kompetente Antwort erhalten. Und zudem kann man auch erfahren, wenn man nicht genau weiß, wer ist denn meine kommunale Anlaufstelle, dass hier auch landeszentral Antwort gegeben wird. Die Nummern werden noch am heutigen Nachmittag freigeschaltet, sodass jeder Bürger da Antwort bekommen kann. Bevor ich an Ministerin Scharrenbach übergebe, die zu den Soforthilfen für die Kommunen noch ausführen wird, ist mir Folgendes wichtig. Es liegen jetzt herausfordernde Wochen und Monate, wahrscheinlich Jahre vor uns. Und irgendwann wird das öffentliche Interesse an der Katastrophe zurückgehen. Das ist auch verständlich. Aber die Aufgabe für die Landespolitik wird die nächsten Monate darin bestehen, Wiederaufbau zu leisten. Und die Solidarität aus ganz Deutschland wird da wichtig sein. Und die Erfahrungen aus den Flutkatastrophen 2002 und 2013 können uns auch in Nordrhein-Westfalen helfen. Mich hat das besonders bewegt, dass insbesondere aus den ostdeutschen Ländern von der dortigen Ministerpräsidentin und dem Ministerpräsidenten am schnellsten und am weitreichendsten Hilfsangebote gekommen sind. Denn in Ostdeutschland weiß man seit den großen Flutkatastrophen, was es heißt, Solidarität aus anderen Teilen des Landes zu erfahren. Viele Nordrhein-Westfalen haben 2002 und 2013 Hilfe geleistet in Ostdeutschland, sowohl durch Spenden als auch durch persönliches Engagement. Und deshalb ist es schön, dass diese Hilfe jetzt zurückkommt und dass jetzt ein Dank mit Jahren Verzögerung, aber doch mit großer Herzenswärme Nordrhein-Westfalen erreicht. Es gibt darüber hinaus einen Solidaritätsfonds der Europäischen Union, der nur einsetzt ab einer gewissen Schadensgröße. Und diese Schadensgröße ist in Deutschland jetzt erreicht und deshalb
werden wir uns auch mit all den Mitteln, auch all den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die vor Ort in Brüssel präsent sind, um Mittel aus diesem europäischen Solidaritätsfonds bemühen. Denn Deutschland war sehr häufig solidarisch in Europa. Und wir sind dankbar, dass es dieses Mittel gibt, das jetzt auch Ländern, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Ländern in Deutschland zugutekommen kann. Es kommt also jetzt darauf an, dass wir parallel zu den Aufräumarbeiten, die immer noch weitergehen, eine erste Schadensermittlung vornehmen. Wir müssen abschätzen, wie groß der Finanzierungsbedarf für diesen großen Aufbauhilfefonds ist. Und wir werden dann in den nächsten Wochen auch zu einer Ministerpräsidentenkonferenz zusammenkommen, in der dann auch die anderen Länder die Größenordnung ihres Beitrages benennen werden. Die ersten Länder haben das gestern bereits getan. Das muss nur in der Ministerpräsidentenkonferenz mit der Bundeskanzlerin zusammengeführt werden, dass wir wirklich zu dieser großen nationalen Solidaritätsaktion kommen. Und das Landeskabinett hat dafür heute analog zum Bund, der ebenfalls eine solche Institution hat, einen Staatssekretärausschuss, Koordinierungsstab Aufbauhilfe beschlossen. Er wird die strukturellen Maßnahmen zur Unterstützung des Wiederaufbaus koordinieren und das Landeskabinett regelmäßig über aktuelle Entwicklungen und Fortschritte unterrichten. Es gilt weiter die Zusage, wir lassen die Menschen nicht allein. Wir bleiben im engen Austausch mit den betroffenen Kommunen. Wir machen diesen Wiederaufbau gemeinsam. Und wenn man in diesen Tagen noch einmal die Bilder sieht aus den Flutkatastrophen in Sachsen und Sachsen-Anhalt, wenn man sich insbesondere die Stadt Grimma im Osten anschaut, die damals völlig zerstört war, dann kann man heute sehen, der Aufwand lohnt sich. Grimma ist wiedererstanden. Grimma ist wieder eine blühende Stadt und das erwarten wir uns auch für die Städte in Nordrhein-Westfalen, die heute in großer Trauer sind, die sehr zerstört sind, dass wir genau diese Wiederaufbauanstrengung unternehmen und auch in unserem Land die Städte wieder so aufbauen, wie das im Osten gelungen ist. So viel zu dem, was heute passiert ist. Sie können sicher sein, dass in den nächsten Tagen sich die Dinge weiterentwickeln und wir Sie dann auch darüber immer weiter unterrichten werden. Vielen Dank, Herr Ministerpräsident. Jetzt folgt Frau Ministerin Scharrenbach. Vielen Dank, sehr geehrter Herr Ministerpräsident, meine sehr geehrten Damen und Herren. Die Solidarität zwischen den Städten, Gemeinden und Kreisen in Nordrhein-Westfalen ist offen gesagt unermesslich. Wir haben in der Bundesrepublik Deutschland seit jeher ein einzigartiges System aus Haupt- und Ehrenamt im Katastrophenschutz und es finden auch heute noch Verlagerungen von Teilen von Feuerwehren statt. Die Rettungsdienste sind im Einsatz als überörtliche Hilfe, das THW und die Bundeswehr und sie helfen sich unglaublich. Und dafür gilt Ihnen der Dank der Landesregierung Nordrhein-Westfalen. Und im Besonderen darf ich an dieser Stelle darauf hinweisen, dass wir 5 Feuerwehrleute verloren haben in den letzten Tagen. Das betrifft die Wehren in Altena, Werdohl, Rheinbach und Nettersheim. Und das ist sowieso immer schwer. Und deswegen gilt unsere aufrichtige Anteilnahme den Familien und den Kameradinnen und Kameraden der Wehren. Feuerwehrleute sind immer mit Leib und Seele dabei. Und ich habe in den vergangenen Tagen viel mit Einsatzkräften gesprochen, die ganz zu Beginn in der vergangenen Woche nicht überall hin konnten, weil es nicht ging, weil das Wasser einfach so schnell kam. Die gesagt haben, wir haben überlegt, ob wir das überhaupt weitermachen. Aber Feuerwehrleute, Rettungsdienste, THWler, alle machen weiter. Und dafür gilt Ihnen unser herzlicher Dank. Wir haben im Besonderen öffentliche Infrastrukturschäden, das wissen Sie, ob das an den Straßen und Brücken ist, ob das die Bundeswege sind, ob das die Landeswege sind, aber auch die kommunalen Straßen und Brücken sind massiv betroffen. Wir haben Rathäuser, die nicht einsatzfähig sind. Wir haben Feuerwehrgerätehäuser, die zu Schaden gekommen sind. Wir haben Feuerwehrfahrzeuge auch verloren. In Teilen steht die Stromversorgung noch nicht, genauso wenig wie die Trinkwasserversorgung. Auch die Telekommunikation ist herausfordernd. Und vor diesem Hintergrund ist das, was gerade vor Ort geleistet wird durch die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, durch die Landräte, auch durch die Kommunalbeschäftigten und alle, die zusätzlich mithelfen, ob das Landwirte oder Lohnunternehmer oder die Bürgerschaft selbst sind, dem Grunde nach nicht bezahlbar. Das muss man so formulieren. Wir haben dennoch uns
dazu entschlossen, oder nicht dennoch, insbesondere entschlossen, eine Soforthilfe in Höhe von 65 Millionen Euro den besonders betroffenen Städten und Gemeinden zur Verfügung zu stellen, weil jetzt einfach ungeheuer viel kurzfristig instand gesetzt werden muss. Ob das letztendlich die Energieversorgung betrifft, Wasser, Abwasser, ist derzeit auch in vielen Teilen ein großes Problem. Telekommunikation erwähnt, Verkehr, aber auch Einrichtungen von Gesundheit und Pflege sind betroffen, genauso wie von Bildung und sonstiger wichtiger Einrichtungen, wenn es darum geht, öffentliche Sicherheit und Ordnung aufrechtzuerhalten. Die Mittel stehen ebenfalls zur Verfügung für Räumung und Reinigung der von der vom Hochwasser betroffenen Gebieten, einschließlich von Naturräumen, sowie sonstiger kommunaler Maßnahmen im Zusammenhang mit der Gefahrenabwehr. Diese Soforthilfe, die noch in dieser Woche zur Auszahlung kommen wird, an die Kreise und kreisfreien Städte, verteilt sich wie folgt auf die Regierungsbezirke. Regierungsbezirk Arnsberg 14,5 Millionen Euro, hier insbesondere für Hagen und den Märkischen Kreis jeweils 6 Millionen. Regierungsbezirk Düsseldorf 7,5 Millionen Euro. Und 43 Millionen Euro werden für den Regierungsbezirk Köln zur Verfügung gestellt. Hier Kreis Euskirchen 15 Millionen Euro. Und in die Städteregion Aachen gehen 6,5 Millionen Euro. In den Rhein-Erft-Kreis ebenfalls 6 Millionen. Rhein-Sieg-Kreis auch 6 Millionen Euro. Und in den Kreis Düren 4 Millionen Euro. Und daran merken Sie, ich darf noch eins erwähnen, weil ich heute Morgen mit ganz vielen Landräten telefoniert habe. Und es gibt auch da eine hohe Verantwortungsbereitschaft innerhalb der Landräte und Oberbürgermeister. Da möchte ich mich persönlich herzlich für bedanken. Es gibt Landräte, die gesagt haben, Frau Ministerin, nehmen Sie das Geld und geben Sie es den Eifelgemeinden. Die brauchen es jetzt dringender. Und insofern haben diese Kreise und eine kreisfreie Stadt auf eine Erstzuteilung im Rahmen dieser Soforthilfe verzichtet, um den besonders betroffenen Städten und Gemeinden jetzt das Geld zukommen zu lassen, damit diese Instandsetzungsmaßnahmen erfolgen können. Herzlichen Dank dafür. Vielen Dank, Frau Ministerin. Bevor wir zu den Fragen kommen, will ich darauf hinweisen, dass wir auf land.nrw/Soforthilfe alle Dokumente auch bereitgestellt haben. Da sind auch nochmal in den Runderlassen alle entsprechenden Zahlen, die Frau Ministerin und der Ministerpräsident genannt haben, hinterlegt. Die erste Frage kommt von Jochen Trumm vom Westdeutschen Rundfunk. Bitte auf das Mikro warten. Ja, Herr Laschet, Frau Scharrenbach, ich habe drei kurze Detailnachfragen bei der Auszahlung. Kann es auch sein, dass die in bar passieren wird? Wird das über die Hausbank passieren oder gibt es irgendeine andere Form? Ist da schon klar, wie das tatsächlich technisch vonstatten geht? Dann habe ich es richtig verstanden, dass bei dem Antrag im Prinzip, ich sage mal, auf Beweissicherung verzichtet wird. Also ich muss keine Belege einschicken, ich muss keine Fotos von meinem Schaden mitschicken, sondern es reicht wirklich das Papier beidseitig ausgefüllt als Grundlage. Und letzter Punkt, es wird derzeit über die Behandlung von Versicherten und Nichtversicherten diskutiert. Hat Nordrhein-Westfalen dazu eine Position? Machen Sie da einen Unterschied oder werden Sie keinen Unterschied machen? Das wär's. Also, drei klare Fragen, drei klare Antworten. Erstens, das Formular ist so angelegt, dass eine Überweisungskontonummer angegeben werden kann. Es ist aber auch Barauszahlung möglich. Zweitens, es muss versichert werden, dass die Angaben richtig sind. Und falsche Angaben können am Ende zur Rückforderung des Geldes führen. Mehr an Beleg ist nicht erforderlich. Es ist aber exakt zu beschreiben, was die Adresse des Hauses ist. Und weil wir dezentral arbeiten, werden genau die Kommunen wissen, ist das wahrscheinlich, dass in dem Gebiet ein Schaden ist. Die Straßen sind für die Kommunen exakt erfassbar, sodass schon bei der ersten Evidenzprüfung auffallen wird, ist das ein Betroffener oder ist das nicht ein Betroffener. Und drittens, potenzielle Versicherungsleistungen werden zunächst nicht geprüft. Es ist natürlich in der Richtlinie drin, wenn jemand von anderer Seite eine Erstattung bekommt, kann er nicht zusätzlich dieses Geld beantragen. Aber es ist am Anfang nicht Voraussetzung, sondern jeder kann das Geld beantragen, unabhängig von der Möglichkeit einer Versicherung.
Man muss dazu wissen, in vielen dieser Gebiete kann man sich gar nicht versichern. Das ist eine Diskussion, die im Moment auf der Bundesebene geführt wird. Brauchen wir eine Pflichtversicherung für die Zukunft? Aber jetzt geht es um die Menschen, die jetzt in Not sind. Und deshalb ist das keine Frage, die mit Versicherungen verbunden ist. Eine ähnliche Frage hatten wir auch von Frau Bialdiger von der Rheinischen Post. Die hat auch nach der Pflicht Elementarschadenversicherung gefragt. Das haben wir damit abgearbeitet. Jetzt noch die zweite Frage von Frau Bialdiger. Für das kommende Wochenende sind erneut Unwetter in der Eifel vorhergesagt. Welche Vorsorge wird getroffen? Ja, es wird die gleiche Informationskette in Gang gesetzt wie bei der letzten Warnung, abgestimmt immer auch mit den Analysen, die dann das Umweltministerium in engem Kontakt mit dem Deutschen Wetterdienst macht. Und wir werden da gleichermaßen die Kreise wieder informieren. Eines ist vielleicht noch einmal wichtig. Wir haben uns auch noch einmal mit der Frage beschäftigt, brauchen wir neue Wege, um vor Katastrophen zu warnen? Nordrhein-Westfalen hat am Sirenensystem festgehalten, von dem sich die Vorgängerregierung bereits verabschiedet hatte und beim Abbau von Sirenen war. Wir werden auch analog in der Zukunft Sirenen brauchen. Wir werden aber auch digitale Mittel besser machen müssen. Ich habe in dieser Woche mehrfach mit Verantwortlichen in den Telekommunikationsunternehmen gesprochen. Und im Landeskabinett sind wir der übereinstimmenden Meinung, dass das sogenannte Cell Broadcasting, also die Information hinein in eine Funkzelle direkt in dem Katastrophengebiet, jetzt ermöglicht werden sollte. Diese Vorwarnung über das Handy muss möglich werden und am liebsten bundesweit. Wenn es bundesweit nicht geht, wird Nordrhein-Westfalen den Weg dafür ebnen. Und die letzte Frage von Herrn Benz von RTL West. Herr Leschert, Sie haben die Sirenenthematik gerade angesprochen, daran nochmal anknüpfend. Inwiefern muss die Bevölkerung in Zukunft geschult werden, um Sirenensignale überhaupt richtig zu verstehen und dann auch richtig zu handeln? Ja, ich glaube, wir müssen insgesamt die Warnsysteme in der gesamten Breite in den Blick nehmen. Das heißt, welche Wirkungen hat die Katastrophenwarn-App Nina? Hat sie funktioniert? Hat sie nicht funktioniert? Wo muss sie besser werden? Zweitens, das Cell-Broadcasting, das ich gerade erwähnt habe. Wie kann es so effektiv eingesetzt werden, dass genau der Stadtteil, der betroffen sein könnte, davon erfährt? Von einer Warnung im westlichen Rheinland wird Starkregen erwartet, geht keine persönliche Warnung aus, dass jemand seine eigene Wohnung in dem Moment verlässt. Also man muss da, wo ganz besonders Gefahr ist, sehr zielgenau informieren. Das ist technisch möglich. Es wird in anderen europäischen Ländern genutzt. Es wird in Deutschland bisher nicht genutzt. Und deshalb müssen wir das auch in Deutschland einführen. Und das Dritte ist Sirenen. Ja, wir werden wieder lernen müssen, die Signale der Sirenen auch zu verstehen. Die Kriegsgeneration wusste, wenn eine Sirene geht, was das bedeutet im Hinblick auf Fliegerangriffe. Aber ich bin nicht sicher, ob jeder weiß, welches Sirenensignal welche Warnung ausstrahlt. Und deshalb wird Schulung, Umgang mit Sirenen, klare, eindeutige Signale auch bei Sirenen eine Aufgabe sein, um Vorsorge für die Zukunft zu treffen. Das alles müssen wir eng mit dem Bundesamt für Katastrophenschutz abstimmen. Der Bundesinnenminister hat noch einmal unterstrichen, es ist gut, dass man dezentral warnt, so niederschwellig wie möglich bis hinein auf die kommunale Ebene. Aber es muss bundesweit koordiniert sein. Und hier können Bund und Länder in den nächsten Wochen, glaube ich, auch nach den Erfahrungen der bisherigen Warnsysteme eine bessere Zusammenarbeit gebrauchen. Vielen Dank für die Ausführungen, Herr Ministerpräsident und Frau Ministerin. Ihnen herzlichen Dank für das Interesse und noch eine schöne Restwoche.